generell nicht esse. Also Tote kann man essen, aber Untote, das ist schon echt ekelhaft. Man isst ja auch keine untoten Kaninchen. Ich bin gelähmt, was? Ich kann nicht weglaufen. Wieso lähmen die mich? Die haben ganz normale Pfeile. Was für ein unfairer Scheiß. Hallo und tschüss. Töte das Ding. Ich hab auch schon ein halbes MG. Der hat doch auch nur normale Pfeile, oder? Halt, ich will seinen Bogen noch. Was? Zur Hölle hat er mich gelähmt. Er hat in meinen Fuß geschossen. Er hat mit seinem Pfeil meinen Fuß festgetackert. Hilfe! Hilfe, ich werde sexuell belästigt. Bitte Frau, helft mir. 0%. 5%. Sie hat schon wieder ihre Waffe verloren. Hat die nicht auch schon? Tötet die jetzt endlich mal. Danke. So, wo hat sie ihre Waffe jetzt schon wieder hingeworfen? Da. Ich krieg sie aber nicht, weil sie da drauf steht. Auch noch. Ihre fast noch einsatzbereite Waffe gebe ich immer wieder. So, der hängt ja jetzt automatisch da am Schlüssel mit dran. Achso, das muss ich ja im Buch nachgucken. Ja. Gut. Läuft doch. Gehst du da drüben noch hin? Soll ich mich vielleicht erstmal heilen, bevor ich die Tür öffne? Vor allem, weil da an jeder Lichtstufe 8. Naja, Stufe 8, okay, das ist jetzt nicht so weit. Wahnsinnig. Ich seh ihn nicht mal. Es ist einer mit Stufe 3, wie könnt ihr ihn nicht besiegen? Ich hab Stufe 12, wir sind fast schon mächtig. Will man nicht mal wieder von Stufe 3 Skeletten getötet werden? Wirklich. Haben die hier einen Schmied? Nein. Ach, nee, haben sie nicht. Oder? Edle Kräuter haben sie hier. Krummer Stab, da war... Was war denn da noch? Zum dürftigen Schluck. Schluck, du Sau, Schluck, Wir haben hier keinen Schmied. Wir haben hier nicht mal einen Schmied. Das Kaff ist so scheiße, es gibt hier nicht mal einen Schmied. Und wer muss die Festung wieder bereinigen? Ich. Bereinigen. Einfach nur nee. Aber du nie. Gut, nächster Versuch. Ihr sollt da doch nicht reinrennen! Spinnt ihr denn total? Geht voll ab da drin. Haben auf jeden Fall gut lang überlebt. Ihr habt aber nicht irgendwie eure Waffen weggeworfen, oder? Nee, haben sie nicht. Gut. So, das muss ich noch 20 Mal machen und der Raum ist frei.
Würde mich auch mal heilen. Nö. Bist nicht so wichtig. Die zwei verschwören sie doch gegen mich. Das wird ein Kompott, ich seh's doch. Ich hoffe, sie nehmen wenigstens Birnen. Oh, Birnenkompott. Die töten sie jetzt schon wieder gegenseitig halt. Das gibt mir keine Erfahrungspunkte. Hör damit auf. Hört doch damit auf. Greift ihn doch an. Liebe Patze, großartig. Hier patzt mich schon wieder. Oh oh. Stell mich mal an die Tür. Hat jetzt keinen besonderen Grund. Ach, er ist jetzt wieder niedergeschlagen. Ja, großartig. Hatte ich gespeichert zwischendrin? Bin mir nicht sicher, so. Nee. 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 Hatte ich scheinbar schon alle. Entweder habe ich gespeichert oder... Ich habe vergessen, wo der Typ gestorben ist. Ist auch nicht so einfach, da liegen inzwischen ein paar mehr Skelette. Nee, da ist gar keiner gestorben. Ja, komm doch raus, wenn du dich traust. Hat er eben die Tür getroffen? Ja. Was hält denn der aus, sag mal? Treffen die das gar nicht, das ist das Problem. Sehe ich ihn natürlich. Ah, jetzt. Die haben Geld dabei und Bögen. Die nehme ich doch gerne mit. Den Bögen kann ich ja Geld verkaufen, da bin ich mir sicher. So funktioniert das nämlich. So. Hallo. Ja, stimmt, gleich mal direkt Vollgas rein. Was soll schon. Oh nee, jetzt hat sie schon wieder ihre Waffe verloren. Natürlich da, wo die ganzen Gegner wieder rumstehen. Ach, komm schon. Die ist doch ausgebildet in Nahkämpf. Hallo? Nahkämpf. Kann jemand so unkompetent sein? Die Waffe hält man doch mit dem scharfen Ende nach oben, oder? Nee, er ist gelähmt. Das heißt, ich kann jetzt wieder nicht... Doch, ich kann sogar. Überraschenderweise hat das sogar funktioniert. Überraschenderweise haben sogar beide noch ihre Waffen. Muss ein Bug sein. Kann immer jemand fixen? Großartig, wie sie natürlich nicht abhaut. Ach, jetzt läuft's doch mal weg. Naja, so halbwegs. Töten sie jetzt wieder gegenseitig, oder? Oder was auch immer die jetzt da machen. Machen da voll Party gerade. Der eine kommt her. Lass die kommen. Kommen, glaube ich, zwei. Kommt erst mal einer. Hä? Er hat nicht so recht Lust. Ah, kein Bock mehr auf die Scheiße. Töte mich. Okay. Was auch immer. Was auch immer da jetzt genau passiert, aber das passt schon irgendwie. Man müsste doch noch... Da war der. Von seinen Freunden in den Rücken geschossen wurde. Wo ist denn der Lich? Oh, ich glaube, ach, der niedere Lich ist tot. Ja gut, dann passiert, ne? Töte den mal. Ach schön, wie der da an der Wand stehen bleibt. Na du, wie geht's?
Ja, mir geht's auch gut. Ich töte mal den da noch. Hey, ich hab 6% Trefferchance, lass ihn schlagen. Hab meine Rüstung beschädigt, großartig. Ja, dann mach halt mal ernst. Ich hab aber einen Hugo. So, war doch ganz einfach. Habt ihr gesehen? So macht man das. Es ist überhaupt gar kein Problem gewesen. Hat auch überhaupt nicht lange gedauert. War total überhaupt nicht unnötig und umständlich. Boah, so viel Inhalt. Der Wahnsinn. Ich krieg mich nicht mehr ein. Toll, ich hab ja den ganzen Bogenverein, Bogenschützverein ausrüsten. Ich dachte in der Truhe, oh Moment, da ist ja noch eine Truhe. Schloss Keller, ziselierter Ring, hübscher Goldring und 260 Goldmünzen. Okay, das hat sich fast schon gelohnt. Aber ein bisschen Reparaturkosten, aber trotzdem. Ich hätte gerne noch ein Level. Weil ich mir jetzt gerade die Frage stelle, lohnt sich das, das hier nach drüben noch zu gehen? Ist hier noch irgendwas? Unverschlossene Truhe und nichts mehr. Die ist auch noch leer. Gut, dann. Da ist auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Was ist denn da drin? Was glaubst du denn? Nichts. Ja, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja, alles klar. Das heißt, das da oben lohnt sich nicht wirklich, doch für die Erfahrungspunkte, aber. Wir gehen erstmal nach unten und heilen uns nochmal. Und ich lief weg, um mich zu heilen. Schon wieder. So spannend. Sonst würde ich mir garantiert nicht angucken, wenn es nicht meins wäre. Aber da es meins ist, gucke ich es sowieso nicht an. So. Ich häng schon den ganzen Tag hier an dieser Festung ab. Also in-game jetzt. In der Realität natürlich nicht. Was ist das? 1,5 Stunden. Was übrigens unwahrscheinlich ist, da ich jetzt 1/4 Stunde aufnehme. Schweres Holztor. Ich stelle fest, das ist nicht so verschlossen, wie ich es. Hey, was haben wir da für Späße? Herr der Verdammten! Stufe 30! Boah, das klingt genau auf meinem Niveau. Hallo? Was ist denn hier sonst noch so? Allerlei Spaßiges. Habe ich hier eine Karte? Okay, no. Wo läufst du denn jetzt hin? Du sollst dahin laufen. Nämlich kann man den Sand im Kopf. Hallo, wie geht's denn hier? Kartonkristall. Ich glaube, unser Spaß endet hier. Ich könnte die da oben noch platt machen. Das wird vielleicht noch für ein Level reichen. Ich könnte die auch erst für die Bögen verkaufen, wenn ich inzwischen 2 Millionen habe. Außerdem wird mir das jetzt zu dämlich, vor allem weil ich jetzt nicht mehr weiterkomme in dem scheiß Schloss. Der Typ da unten ist dezent unter meinem Niveau. Ich meine Stufe 30, hallo. Am Anfang hätte mir das entgegenwerfen können, aber jetzt ist es wirklich. Das ist zu weit unterhalb meines Niveaus. Dass ich da tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen würde, da jetzt zu bekämpfen. Ich bitte euch. Hab die doch offen? Nee. Oh nee, ich hab hier sogar. Du kannst doch bestimmt was ziemlich reparieren.
ich möchte hier was hier handeln. 41 Münzen, hey. Was? Das sind wunderschöne getragene Damenstiefel. Gib mir Geld dafür. Gut, was hast du denn da alles? 180, 90, ja, das ist noch gut. Das hingegen ist nicht mehr ganz so gut. Der kann das ja selbst nicht richtig. In 70 von 78, na großartig. Hallo? Was ist denn das jetzt? Mach's nicht gleich wieder kaputt, das war teuer. Ich sollte mir einen besseren Schmied suchen als diese Pfeife hier. Das ist eine Gemischwarenhandel da drüben. Hallo? Weil man halt nicht an jeder Ecke hängen kann, der hängen. Noch irgendwas Interessantes. Oh, du hast wieder Salpeter, perfekt. Auferstehung. Nudel, Glycerin, langweilig. Earl Grey Tea. Ist da ein Totenkopf auf der Flasche? Muss ein heftiges Zeug sein. Kinder unzugänglich aufbewahren. Das ist Tee. Sterbe ich, wenn ich Tee trinke? Nein, das ist viel schlimmer. Du wirst zum Engländer. Oh Gott, lass uns schnell weggehen. Wer will schon Engländer werden, ey? Das einzig Gute, dass jemand aus England kam, war das Made in Germany, aber sonst gar nichts. So. Gucken, wer den versteht. Keiner. Außer die, wo jetzt bei Wikipedia nachgeguckt haben, aber die zählen nicht. Habe ich da noch Schwarzkohle drin? Ich brauche Schwarzkohle. Ich habe nur einmal Schwarzkohle. Ich brauche aber zweimal Schwarzkohle. Ist nicht verkohlen? Oh, voll witzig. Ich gehe mal ein Fenster raus. So, ganz nach hinten. Ausgerechnete Werbe sein. Häufig die Genehmigung von Gilbert Bateson. Ja, was irgendwie nicht funktioniert. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Es ist an der Küste oberer Stadt. Nordwesten, war ich da nicht schon mal? Achso, ja, das waren die Ruinen. Spukt sich. Habe ich irgendwo einen Zettel? Habe ich sogar. Da vielleicht inzwischen was getan oder funktioniert das immer noch nicht? Wann habe ich das denn jetzt mitgenommen? Was ist ein verschissenes Problem? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was ist ein verdammtes Problem? Mein Ernsthaft, was habe ich denn getan? Ich war doch nur auf dieser Versammlung und dann... Hä? Ach, weißt du was? Hat er jetzt davon? So, jetzt ist er tot. Hast du jetzt davon?
Ich weiß nicht mal warum. Was ist dein scheiß Problem? Kann mich mal so. Steinwaffen Salpeter. Vor allem, wie viel Salpeter es hier gibt, der Wahnsinn. Ne? Sehr Salpeter halte ich diesen Ort. Gut, dann werden wir mal diesen Ort verlassen, und zwar nach Norden. Und das erreicht man am besten, indem man nach Süden geht. Ergibt absolut Sinn. Und wer das nicht versteht, der ist halt einfach mal wieder dumm. Ups. War ich nicht. Was denn? Gar nichts. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas, das ich totschlagen kann? Nö. Auf dem Friedhof wäre noch was, das ich totschlagen kann, aber das lasse ich lieber, bevor es mich totschlägt. So sehe ich das, wenn ich hier die Karte entlang reise, oder muss ich dazu selbst... Ich bin nicht mal mehr an der Küste, glaube ich. Sie will mir das Spiel gerade keine neuen Orte nennen. Also vielleicht doch nochmal mit den Zwergen, hallo? Weit bin ich denn von dieser scheiß Küste entfernt? Ich muss eine Brücke über das Meer finden oder was? Oh, Mohnblumen.